Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei uns im Garten-Gemüse-Kiosk und herzlich willkommen zu den Erntetipps im September. Ihr seht schon, die Hühner sind los. So Ende September öffnen wir unsere Türen für die Hühner und die kriegen ja Erweiterung im ganzen Garten. Die dürfen jetzt noch mehr Beete aufräumen und scharren und das wird sukzessive, also nacheinander, erweitert, sodass sie im Winter im ganzen Garten unterwegs sind. Schaut mal hier, ja, das sind die restlichen Maiskolben. Wenn ihr das in den Gartenrundgängen schon verfolgt habt, die Maisernte war dies Jahr nicht ganz so toll bei uns. Wir haben auch nicht ganz so viel gegossen, so eher gar nicht. Ein paar Maiskolben sind dabei, immerhin. Lecker waren sie auf jeden Fall. Wir werden das nächstes Jahr wieder so machen, falls es so trocken sein sollte, dass wir mehr gießen. Macht aber nichts, ich kenne da jemanden, der sich auf jeden Fall freut. Schauen wir mal. Ihr kennt die Tür. Wir sind bei den Hühnern. Und die Mädels haben auf jeden Fall totalen Spaß an Mais. Hier kommt schon die Mimi angedackelt. Ist das alles? Wo bleibt der Rest? Ah, da haben wir noch die Goldi. Und außerdem da oben rechts in der Ecke seht ihr schon die Lotti. Die Mädels freuen sich. Über Abwechslung freuen die sich sowieso immer. Hier, die sich gerade kratzt, das ist die Ivy. Und die weiße rechts im Bild, das ist unsere Heidi. Ja, gefangen, wieder verloren. Lotti, da lässt sie sich nicht aufhalten, das kriegt die trotzdem. Und nun ging es weiter, genau. Es wurde Zeit, die letzten Kartoffeltonnen abzuernten. Sieht man jetzt hier. Das Kraut ist schon um, wir buddeln mal ein bisschen. Fühlen. Gott sei Dank, da sind auch Kartoffeln drin. Wir haben die zwar gegossen, es war relativ trocken, dennoch insgesamt können wir sagen, während wir sonst so 90 bis 100 Kilo aus den gesamten Tonnen rausholen in der Saison, waren das jetzt vielleicht so 70 Kilo. Also schon trotz Gießen ein Unterschied, den man merken konnte. Zieh, zieh, zieh! Hier haben wir jetzt eine mehlige Sorte, und zwar ist das die Golden Wonder. Die haben wir vom Saatgutfestival mitgenommen. Vielleicht könnt ihr euch erinnern an unseren Vlog. Die schmeckt sehr lecker und vor allen Dingen beim Gärtner scheint sie Kindheitserinnerungen zu wecken. Das ist ja immer schon noch was Besonderes, wenn eine Sorte das mitbringen kann. Manche sahen dann doch so aus, aber die meisten hatten eine ganze Form. Und eigene Kartoffeln, ah, sind schon was Feines, kennt ihr ja auch. Und ab auf die Waage. Wie viel waren in der Tonne drin mit den Golden Wonder? Das mal 10 Tonnen. Im Durchschnitt, da kommen wir auf unsere 70 Kilo. Aber nicht nur die mehlige Sorte wurde noch rausgeholt, sondern auch diese hier, das ist eine festkochende, das ist unsere Wirtschaftskartoffel gewesen dieses Jahr. Das ist die Desiree. Die hat so eine leicht rötliche Schale, schmeckt wunderbar. Und da hat sich der Gärtner doch direkt mal eine Erntehelferin dazugeholt. Unsere kleine Gartenzwergin hat zwei Schubkarren, beide rot und ja, die hilft immer mit, wenn sie kann. Motiviert ist sie auf jeden Fall. Vielleicht braucht sie zumindest ein T-Shirt die Gärtnerin statt die Gartenzwergin. Fleißig ist sie immer mit dabei. Und Spaß hat sie auch. Im September heißt es hier natürlich auch Pflege der Batate, also der Süßkartoffel. Und bevor wir die beernten, werden Stecklinge geschnitten. Das heißt, ungefähr so einen 20 cm langen Trieb nehmen, die unteren Blätter abschneiden, wie ihr das gerade seht. Und dann werden die bei uns einfach in Wasser gestellt, bis die Wurzeln, und zwar im Haus. Wir überwintern die dann einfach als Zimmerpflanze. Und was ist da drin? Ich glaube, von der Sorte, welche auch immer das sein mag, die haben wir jetzt 4-5 Jahre im Programm bestimmt schon. Und da kommen immer ordentliche Klopper bei rum. Schaut mal. Und lecker ist sie auch. Habt ihr schon mal Süßkartoffeleis gegessen? Oder was macht ihr am liebsten mit Süßkartoffeln? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und wenn die im Winter zu sehr ranken im Haus, dann schneiden wir die einfach zurück und die werden buschiger. Nicht zu vergessen bei der Ernte, absolut, sind die Möhren. Wir haben immer wieder Möhren, die wir beernten können. Das ist klasse. Einfach immer wieder die dünnen rausnehmen.
Hier seht ihr, es hat sich eine weiße mit eingeschlichen. Das ist ab und zu mal der Fall gewesen, aber nicht oft. Der Großteil sind die roten Möhren, hier die Milanmöhre. Sehr, sehr lecker. Die isst die kleine Maus übrigens auch gern gerieben mit Apfel zusammen. Und ihr seht es ja schon hier, das grüne Laub kommt in jede Erntedanksuppe. Es ist der Sellerie, der Knollensellerie. Sowas von lecker. Wir hatten vorgestern, glaube ich, noch Sellerieschnitzel. Ah, ich mag Sellerie super gerne. Und der braucht es halt einfach sehr sonnig. Und neben dem Sellerie, da steht, ihr ahnt es schon, genau, die rote Beete, die Rubuschka, auch aus unserem Shop. Die sind so groß geworden an dem sonnigen Standort. Wir haben die kleinen dazwischen immer wieder rausgeerntet und die anderen sind größer geworden und die schmecken trotzdem super. Und erst wenn ein strenger Frost kommt, dann werden rote Beete und Sellerie eingesandet. Was immer wieder zu finden ist, unglaublich, sind Bohnen. Also auch so grüne Schoten, auch kleinere Schoten und ein paar, die halt schon so vertrocknet sind, wo man dann eher die Kerne essen kann. Aber bei den Stangenbohnen sind noch sehr viele grüne dabei. Immer wieder findet sich noch die eine oder andere Zucchini. Eigentlich könnte man meinen, das wäre es jetzt gewesen, aber irgendwie tauchen die doch immer noch mal auf. Und in der Größe sind sie sehr, sehr lecker. Was haben wir noch? Ja, die Kürbiszeit bricht an. Hier haben wir den ersten UFO-Kürbis, also der Patisson-Kürbis. Den kann man wunderbar essen, wenn der so jung und klein noch ist. Dann ist er so wie Zucchini, also eigentlich ein unreifer Kürbis. Den kann man dann wunderbar essen, auch noch mit Schale. Wenn man den aber länger ausreifen lässt, dann ist die Schale hart, dann ist er schön vielleicht zur Deko. Aber ja, ich würde euch empfehlen, den zu genießen, wenn er sehr klein ist. Natürlich der Hokkaido. Und ihr seht jetzt schon, Kürbisse sind dann reif, wenn der Stängel so anfängt einzutrocknen oder eingetrocknet ist. Dann heißt es abernten und einlagern oder auch verarbeiten. Und wie die Zucchini auch, wir finden immer noch wieder mal ein paar Paprika. Der Paprika ist sowas von lecker. Ich bin so dankbar, dass das hier bei uns wächst. Ich liebe Paprika. Die kleine Maus auch. Ob roh, ob im Ofen, super. Was fehlt noch zum Ratatouille? Ein paar Tomaten und ein paar Auberginen. Wir haben die Auberginenpflanzen ja draußen stehen, wie ihr wisst. Und unglaublicherweise, die hat immer noch jede Menge Früchte. Die sind zwar kleiner, aber dennoch reifen die aus und sind sehr, sehr aromatisch. Also wunderbar. Die Sorte haben wir bei uns im Shop. Wir sind von der super begeistert, weil die einfach so ausdauernd ist und so lange immer wieder neue Früchte bildet, die lecker schmecken. Fehlen jetzt eigentlich nur noch die Tomaten und auch von denen gibt es immer mal wieder noch welche. Gerade unterm Carport, da steht ja zum Beispiel die Santa Pierre und die Tourney, die wachsen wunderbar. Aber auch diese kleinen wilden Tomaten, diese Johannisbeertomaten oder die Golden Currant, die wachsen, da wachsen Unmengen von Tomaten dran. Das ist jetzt hier die Santa Pierre, eine wunderbare Fleischtomate. Was holt er jetzt noch raus? So was Gelbes, Cleota Yellow. Eine wunderbare Fleischtomate, die ist prima, weil die ist sehr süßlich, hat eine sehr dünne Schale. Bei Kindern ist sie sehr beliebt. Ich muss gestehen, ich habe die sogar schon mal ins Müsli gepackt, weil die so süß war. Jetzt sind wir schon fast beim Obst. Hier seht ihr Feigen, Herbstfeigen und die platzen an den Seiten schon auf, die sind reif. Das ist jetzt mal eine andere Sorte als die, die wir sonst im Garten stehen haben. Haben wir jetzt mal probiert, ist auch nicht schlecht. Ich finde Feigen aus dem eigenen Garten, das ist schon ja Kategorie Luxus. Und hier seht ihr so ein ganz typisches Erntekörbchen aus dem September. Schön bunt, sehr variantenreich, gefällt mir wunderbar. Nicht zu vergessen unsere dicken Bohnen aus dem Herbstanbau. Ich bin ja total begeistert von dicken Bohnen in allen Varianten, aber das hat so wunderbar geklappt. Die sind so lecker und einfach zu ernten. Ja, haben wir heute eben noch gegessen. Und den Rest werden wir einfach im Oktober abernten und dann kommt er in den Froster. Liebe Eva, vielen lieben Dank für dein Paket. Wir waren total überrascht, haben uns super gefreut. Und diese Wassermelone, ja, sowas habe ich noch nie gegessen. Das ist eine weiße Wassermelone mit sortenreinem Saatgut drin. Die ist sehr lecker, fruchtig, auch leicht süßlich. Wir haben ein bisschen Samen beiseite gepackt.
Und man kann sie mit Schale essen. Also sie hat nicht so diesen typischen weißen Rand, den man so kennt von der Wassermelone. Und die Schale ist so dünn, man kann sie mitessen, muss man nicht, kann man aber. Das ist echt mal eine Rarität im Garten. Und die Sorte heißt, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Cream of Saskatchewan oder Saskatchewan, ich weiß es nicht genau. Wir haben Saatgut genommen und Leute, wenn ihr das auch haben wollt, schreibt einfach in die Kommentare ein Hashtag Wassermelone und an einen von euch werden wir ein paar Samen einfach schicken. Also ich finde, das ist, ja, das muss man mal teilen. Richtig cool. Wir werden die nächstes Jahr auch mal anbauen. Mal gucken, ob die bei uns auch gut wächst. Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, dann ist die Eva in der Eifel verankert und da ist sie dann wohl auch gewachsen. Was wir im September öfters gemacht haben, es waren ja noch viele sonnige Tage, draußen gekocht. Draußen kochen ist für uns Luxus, wir machen das unheimlich gerne. Unsere Kochstation ist jetzt fertig geworden, da steht ein Grill, da steht das Dreibein mit der Pfanne, seht ihr gleich. Und die Waschstation ist auch fertig geworden. Es ist ein super Ort, um draußen zu schnibbeln. Paprika, Kartoffeln, Süßkartoffeln, Zucchini, Auberginen, also alles Mögliche, was wir so aktuell im Garten haben, hat da den Weg in die Pfanne gefunden. Und das macht richtig Spaß. Hier seht ihr diese große Pfanne, auf der wir gerne gekocht haben. Und an der Stelle, liebe Leute, vielen lieben Dank für eure ganzen Bestellungen. Also der Aussaatkalender oder die Aussaatkalender für 2019 sind gerade mal seit, ich glaube, Dienstagabend, Mittwochmorgen in unserem Shop überhaupt bestellbar. Und es sind schon so viele Bestellungen angekommen. Wir sind echt gerührt. Wow, merci. Vielleicht noch als Info, wenn ihr noch Saatgut oder Boxen oder so dazu bestellt habt, die Boxen gehen natürlich vorher raus und den Kalender liefern wir danach, also Mitte November, wenn er dann auslieferbar ist. Also herzliches Dankeschön. Und wer noch einen haben möchte, guckt einfach mal kurz in die Infobox, da haben wir die Links für euch nochmal. Jetzt kommen noch ein paar frische Kräuter dazu, unter anderem ist da auch dieses australische Zitronenblatt dabei. Übrigens auch von Eva, vielen Dank. Das gibt nochmal so eine zitronige Note in der Gemüsepfanne. Das ist eine wunderbare Sache. Ach, war das lecker. Das schmeckt richtig gut. Also liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, wir freuen uns wie immer über einen Daumen hoch oder wenn ihr das auch mit euren Gartenfreunden teilen möchtet, das wäre klasse. Verlinkt haben wir für euch einmal unsere Aussaatkalender hier oben, das Video dazu und unsere Playlist von den Aussaattipps. Macht's gut, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Tschüss!